Wir setzen bei der Grundlage, bei der Gesundheit der Zellen im Körper an. Leicht verfügbar, leicht erreichbar, leicht umsetzbar, ohne zu große Risiken. Es gibt ja immer die Homöopathie- oder Biochemie-Gegner, die dann immer sagen, man müsste nur dran glauben. Wir sagen immer, besser ist einnehmen. Schüsslersalze wirken immer für etwas. Dynamik, Elan, innere Ruhe. Mein Vater sagte damals, Elke, wie alt willst du denn überhaupt werden? Ich sagte, Papa, darum geht's gar nicht. Ich sage, es geht darum, wie ich alt werde. Und das kann man mit Schüsslersalzen natürlich toll unterstützen. Schüsslersalze sind für mich ein Begleiter im Alltag. Sie sind unterstützend, immer da. Und daher kann ich, glaube ich, gut einschätzen, was es wirklich bewirkt, welche Erfahrungswerte sich aus der Behandlung ableiten lassen. Und somit kann ich es auch ganz guten Herzens weiterempfehlen. Herr Schüssler hat experimentiert. Er hat in der Asche von Verstorbenen dann letztendlich ja herausgefunden, dort sind Natrium, Kalium, Magnesium Ionen vorhanden, immer in entsprechenden Verbindungen, immer ein Kation und ein Anion. Und diese Mineralstoffverbindungen sorgen dafür, dass der Körper einfach einen ausgewogenen Stoffwechsel hat. Wenn wir einen Mangel an Mineralstoffen haben, egal welcher Mineralstoff, dann äußert sich das. Nicht sofort, aber mit der Zeit. Und er hat dann einfach geschaut, wie ist es, wenn ich das ersetze oder wie kann ich dem Körper das von außen zuführen? Und hat gemerkt, selbst wenn ich es feinstofflich verabreiche, nämlich mittels der homöopathischen Herstellungsweise einfach die Mineralstoffe verarbeite, dass das dem Körper einen Impuls gibt. Und das führt dazu, dass das wieder ins Gleichgewicht kommt, der Mineralstoffhaushalt. Und es ist sowohl prophylaktisch einzusetzen, also ich kann einfach schauen über eine Antlitzanalyse zum Beispiel, hat jemand einen Mangel, das ist das, was Heilpraktiker, Mineralstoffberater auch in den Apotheken machen und somit dann dem Kunden konkrete Empfehlungen geben können und auch ganz individuell sagen können, was fehlt demjenigen und du nimmst jetzt einfach die 3-4 Salze über einen gewissen Zeitraum und schaust, wie entwickelt sich das, gehen die Störungen zurück und man kann es letztendlich ja auch nachweisen über Bestimmungen im Blut, wenn ich dann einfach sehe, es verändert sich was. Und im Moment die Gesundheit rückt, glaube ich, immer weiter in den Mittelpunkt bei den Menschen. Und sich einfach selbst damit zu beschäftigen, wenn ich das verstanden habe, was ich meinem Körper Gutes tue, prophylaktisch, aber auch mal akut, dann brauche ich viele andere Schritte hinterher gar nicht gehen, wenn ich frühzeitig sehe, wie kann ich meinem Körper zur Gesundung wieder verhelfen. Für Pflüger ist sowohl der Kunde als auch der Mitarbeiter wichtig. Wir wollen gute, qualitativ hochwertige Produkte für unsere Kunden herstellen, anbieten für die Patienten. Es geht um Gesundheit und wir wollen natürlich auch, dass die Mitarbeiter gesund sind, gerne zur Arbeit kommen und dass wir einfach auch ein Gemeinschaftsgefühl hier vor Ort haben. Und das ist auf jeden Fall ein großer Mehrwert fürs Unternehmen und ich glaube, es spiegelt sich auch in den Markt hinein. Für mich bei Pflüger interessant ist erstmal, dass wir eigentlich alles selber herstellen. Ich mache die Mischung für Schüsslersalze und tablettiere auch. Im Endeffekt ist es nichts anderes wie in der Bäckerei. Ein Kuchen wird auch nur was, wenn die Zutaten passen. Schüsslersalze helfen mir, gut durchs Leben zu kommen. Und ich nutze sie halt am meisten für Sport. Ja, und ich fühle mich dadurch einfach fitter. Ich bereite für die Produktion der Schüsslersalze die Zutaten vor, sozusagen, was da reinkommt, die Trituration, die dann in die Schüsslersalze reinfließen. Und auch für die Cremes bereite ich vor. Ich bin der Vorbereiter. Und ich tue was Gutes für die Menschen. Ich stelle ja gute Produkte her für die Menschheit.
Freiheit. Ich fahre sehr gerne Fahrrad, frische Luft. Man fühlt sich viel fitter und auch privat fahre ich viel Fahrrad. Und dann sieht man was von der Natur und ist dann auch, kann sich entspannen. Schüsslersalze sind eine sehr effektive, einfache Begleitung und Unterstützung in allen Lebenssituationen. Durch regelmäßige Einnahme von Schüsslers tut sich unglaublich viel. Ganz bestimmt. Das ist sowas von genial. Ich möchte die nicht mehr missen. Die homöopathischen Sachen werden ja eingesetzt, wenn schon die Krankheit da ist. Hier kann man präventiv noch viel mehr mitarbeiten, dass es erst gar nicht so weit kommt. Also total richtig gute Ergänzung. Für mich ist das Stärkung der Selbstheilungskräfte und auch Eigenverantwortung für meinen Körper.